Kann mir vielleicht jemand ein Bier bringen, meinst du alle? Wer da dann Lust drauf hat, kann das sich ja auch gerne mal angucken. In der Pause können wir auch gerne quatschen und machen. Und wir sind hier auf jeden Fall den ganzen Abend. Jedenfalls, was ich erzählen will, ich war da in Australien und habe unter anderem einen Aborigine Elder getroffen. Das heißt, das ist ein Ureinwohner der Australien, also ein Ureinwohner Australiens sozusagen, einer der heiligsten Männer dieser Leute. Und als wir den getroffen haben, habe ich gefragt, sag mal, wo... Wenn wir jetzt hier weiterfahren, haben ihm unsere Route gezeigt, wo gibt es denn noch coole Orte, wo man mal anhalten sollte. Und da hat er gesagt, ich soll mal zu dem Boab Prison Tree fahren. Da dachte ich, hey, ich soll meinen Baum angucken, was ist jetzt los? Und sind dann dorthin gefahren und das Interessante an der Sache war, dass dieser, wie der Name schon sagt, Prison Tree sozusagen, das ist ein hohler Baum, für die Aborigines heilig. Und die weißen Männer, die haben vor nicht mal 100 Jahren, also die Einwanderer Australiens, haben dort sozusagen die Aborigines in ihrem eigenen heiligen Baum eingesperrt, weil sie halt irgendwie nicht gespurt haben auf dem Track zu ihren Arbeitsstätten sozusagen. Und das Bizarre an der ganzen Geschichte war, wir sind dorthin gekommen und jetzt so knappe 100 Jahre später stehen dort Informationstafeln, wo dann die ganzen weißen Touris hinfahren, um sich das anzugucken, was die ihre Vorfahren sozusagen dort gemacht haben. Und das fand ich irgendwie so schizophren, dass es einen Song darüber gibt, der nennt sich Boab Tree. In the shadow of the Boab Tree, you live.